Bei mir ist der stellvertretende Parteivorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ja, Herr Kubicki, es kam gerade die Frage, wie genervt die FDP inzwischen auch ja von dieser ganzen Debatte ist. Ja, wir sind genervt von der CDU-CSU, die im Deutschen Bundestag, wie ich es mal formulieren würde, dicke Backen macht, aber in 6 Ländern mit den Grünen gemeinsam reagiert und regiert. Und alle die Maßnahmen, die sinnvollerweise umgesetzt werden könnten, dort verhindern, beispielsweise Abschiebehaftplätze zu schaffen, beispielsweise sich darauf zu konzentrieren, statt Geldleistungen nur Sachleistungen auszubringen, beispielsweise sich mit der Frage zu beschäftigen, ob wir auch in sichere Drittstaaten, also nicht nur Herkunftsländer, abschieben können, wie es unsere dänischen Freunde uns jetzt vormachen. Und andererseits bin ich persönlich und ist meine Partei genervt von Bündnis 90 Die Grünen, die nicht sehen wollen, dass auf der einen Seite die Menschen, die zu uns kommen, Anspruch auf humanitäre Hilfe haben, aber andererseits die aufnehmende Gesellschaft auch noch in der Lage sein muss, diese humanitäre Hilfe zu leisten. Die Menschen in Deutschland sind erschöpft und zwar nicht nur, was die Einrichtungen angeht, sondern vor allen Dingen auch, was die Betreuung angeht. Genau, da würde ich gerne noch mal einhaken. Die FDP hat in dieser Woche Vorschläge gemacht, um die illegale Migration zu verringern. Aber wie wollen Sie denn jetzt Ihre beiden Koalitionspartner, die Grünen, aber auch die SPD, da überzeugen? Ich glaube, zunächst, indem wir weitere Gespräche führen. Die FDP-Bundestagsfraktion wird am Dienstag ein weiteres Papier verabschieden, wo konkrete Maßnahmen aufgelistet sein werden. Ich will dem jetzt nicht vorgreifen, weil wir noch in der internen Debatte sind. Aber es wird einige Maßnahmen enthalten, wie beispielsweise die darauf hinzuwirken, dass Menschen, die bei uns sind, aber in die Länder wieder ausreisen zum Urlaub, aus denen sie geflüchtet sind, damit ihren Aufenthaltsstatus verwirkt haben. Die Dänen lassen sie nicht wieder einreisen. Warum lassen wir sie wieder einreisen? Also wenn man wirklich verfolgt ist, dann will man nicht in das Land zurück, aus dem man kommt. Und wir müssen, weil wir wissen, dass viele von den Sozialleistungen, die wir erbringen, bar dann überwiesen werden an die Heimatländer, dafür Sorge tragen, dass es eine Art Financial Blocking gibt. Denn wir finanzieren nicht mit deutschen Sozialleistungen die Entwicklungshilfe in anderen Ländern und wir finanzieren vor allen Dingen nicht die Zahlung von Schleppern, die auf diese Art und Weise entlohnt werden für ihr kriminelles Tun. Herr Kubicki, es ist ein Referentenentwurf aus dem Innenministerium jetzt aufgetaucht, der nahelegt, dass es Pläne bestehen, den Familiennachzug zu erleichtern. Jetzt hat Frau Faeser allerdings im Plenum eben gesagt, im Moment plane sie nicht, den Familiennachzug zu erleichtern. Im Koalitionsvertrag hatten Sie sich aber eigentlich verständigt darauf, das zu tun. Ist das mit der FDP? FDP wäre das noch zu machen? Ja, zunächst einmal gilt die Zeitenwende auch in der Migrationsfrage, denn wir haben diesen Koalitionsvertrag beschlossen, bevor der Ukraine-Krieg begonnen ist und wir jetzt mittlerweile dankenswerterweise über 1 Million ukrainische Flüchtlinge hier aufgenommen haben, um sie hier zu versorgen. Wir müssen sehen, dass die Leistungsfähigkeit der aufnehmenden Gesellschaft begrenzt ist. Altbundespräsident Joachim Gauck hat dazu das Richtige gesagt. Wenn es uns nicht gelingt, aus der Mitte der Gesellschaft heraus Lösungen anzubieten, die schnell wirken, dann werden die Ränder weiter gestärkt, was wir in Deutschland nicht wollen können, denn wir müssen unsere demokratische und humanitäre Gesinnung verteidigen gegen die, die andere Absichten hegen. Ich finde es auch bemerkenswert. Ich habe mir die Reden heute angehört, dass meine Kollegin Katrin Grüning-Eckert erklärt, wir müssen einfach nur mehr Kita-Plätze bauen und mehr Kita-Kräfte einstellen. Wir haben sie nicht. Um Kita-Plätze zu bauen, brauchen wir 2, 3 Jahre. Und Kräfte haben wir jetzt schon nicht, sodass wir weitere Leistungen in diesem Bereich nicht aufbringen können. Und was mich besonders beeindruckt, mehr als die Hälfte der Menschen, die zu uns gekommen sind, sind Integrationsverweigerer. Es wird ja angeboten, Integrationskurse und Sprachkurse. Und mehr als die Hälfte derjenigen, für die sie angeboten werden, nehmen daran gar nicht teil oder verlassen diese Einrichtung in kurzer Zeit und dokumentieren damit, dass sie gar nicht integrieren wollen. Das muss diese Gesellschaft bewältigen können, denn ansonsten platzen wir auseinander. Herr Kubicki, Sie haben gerade die CDU kritisiert, aber einige Vorschläge, die die CDU macht, wie zum Beispiel mehr verstärkt auf Sachleistungen statt auf Geldleistungen zu setzen, die schlagen Sie ja auch vor. Also warum schlagen Sie da nicht ein bei dem Pakt für Migration? Ja, ich würde ja gerne einschlagen, aber schauen Sie sich mal die unionsregierten Länder unter grüner Beteiligung an, ob das dort umgesetzt wird. Das ist eben nicht der Fall und es macht keinen Sinn, im Deutschen Bundestag große Reden zu schwingen, aber dann bei der praktischen Umsetzung, wenn man selbst gefordert ist, das Gegenteil von dem zu tun, was man hier fordert. Darauf haben ja auch Kollegen aus der SPD hingewiesen. Diese Form von Scheinheiligkeit lassen die Menschen auch in ihrem Wahlverhalten den Parteien nicht mehr durchgehen. Wir müssen konsequent jetzt Maßnahmen ergreifen, die den Zuzug wirklich begrenzen. Wir sind an der Grenze unserer Leistungsfähigkeit in Deutschland insgesamt angelangt und ich bin dafür, dass wir das in einem Pakt machen, Bund, Länder und Gemeinden, sehr zügig, sehr schnell, ohne wechselseitige Schuldzuweisung, aber konsequent zur Begrenzung der Migration. Ganz herzlichen Dank, Wolfgang Kubicki.